Das sind wir sozusagen nicht so weit, aber wir sind natürlich mit dem Gespräch. Aber Ranking ist vielleicht in der Liste von Aufsteigern des Tages, das ist immer ganz wichtig. Da kann man auch so vielleicht in Newsletter-Verteilung rein, dann oder Newsletter-Liste. Das wirkt natürlich gleich ganz anders, das hat einen anderen Effekt, man kommt professioneller rüber. Wenn man also nicht darüber im dritten Schritt Geld verdienen will, sollte man natürlich schon das auf professionelle Ebene machen. Schräger Dinger da drin und keine Angst einstellen. Ja, Literatur, das ist super, wenn das bei ihr ist, das alles tut. Genau. Aber ich glaube, da muss man sich auch von frei machen. Da gibt es diese Gefängnisserie, die heißt Orange is the New Black. Und das ist ganz spannend, weil je nachdem, in welchem Kontext die einzelnen Figuren sind, findet man sie sympathisch oder unsympathisch. Die eine dieser Figuren, die redet jetzt mit denen und hat mit denen irgendwelche Probleme. Und dann merkt man, oh Mann, sie sind total anstrengend. Aber das sind tatsächlich Beziehungen der Ökonomie, das ist aber nicht so, es gibt ganz viele Literaturverlage, und die müssen nachmachen, die müssen tolle Sachen verladen, die möchte man nicht aufgeben, deswegen ist so eine Messe dann natürlich auch sehr praktisch, um mit den Kollegen zu treffen, die man schon mit dem Kaffee hat. Ja, haben Sie denn auch Kontakt? Ja, ich bin auch als Agentin praktisch. Das ist aber, wie gesagt, keine erste Versuche, weil wir komplett alles überlassen. Du musst wissen, was du magst, aber du musst halt auch wissen, ich schaffe es nicht, meine Kinderarbeit zu machen. Das kann man auch. Oder das ist korrekt. Also man muss wirklich so ein bisschen streuen und jemanden finden, der das für einen macht. Bei solchen Sachen, wenn man professionell arbeitet. Das ist auch nur, also was man sich mal ganz gut machen, das ist alles super.